habe neulich mit meinem besten Kumpel geknutscht. Das war wirklich eklig. Weil tatsächlich nass. Ich glaube, er will auch Sex mit mir haben. Aber ohne Beziehung oder so. Ich weiß aber nicht, ob das unsere Freundschaft kaputt machen würde. Stopp! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bubbles. Viel Spaß dabei. Was ist denn das Thema? Freundschaft plus. Viel Spaß dabei. Das ist natürlich ein klarer Fall von Friends with Benefits. Schwierig. Ich sage einfach mal probieren. Ja, ja. Einfach mal machen und dann gucken. Das wird nichts. Mir ist sowas auch passiert zweimal. Einmal ist es gut gegangen und es ist dann in eine Beziehung übergegangen. Und einmal, ja, wurde ich dann komplett abgewiesen. Könnte sein, dass man da schon mal so eine Freundschaft plus hatte. Ja, und das funktioniert schon auch, finde ich. In der Zeit, wo es läuft, ja. Und dann? Musst du dir selber irgendwie klar machen, ob du Sex mit dem haben willst, ob sich das lohnt. Ja, erstmal musst du dich fragen, ob du es selber überhaupt möchtest. Also hast du Lust, mit ihm zu schlafen? Dann ist auch die nächste Frage, wie kommst du darauf, dass er Sex mit dir will, aber keine Beziehung? Hat er das gesagt? Wirkt sich das jetzt auf die Freundschaft aus? Sehr wahrscheinlich. Ganz wichtig ist aber, dass ihr da miteinander redet. Hey, sind das jetzt Gefühle? Entsteht da was? Oder ist es wirklich nur der Sex? Fragt man sich auch, warum hast du mit dem Knutsch, ne? Vielleicht ist da ja da doch was. Sex muss nicht unbedingt eine Freundschaft kaputt machen. Das ist jetzt nicht partout was Schlimmes, wenn er was von dir will. Das ist einfach eine Libido, das ist Natur. Kann man auch nicht unterdrücken. Aber wenn es dir unangenehm ist, musst du ihm das sagen. Aus meiner Erfahrung, Knutschen bei Sex ist dann ganz vorbei, weil du kommst irgendwie nicht mehr so richtig wieder zurück. Und das ist irgendwie so eigenartig. Irgendwann verliebt sich halt jemand. Ja, das ist ja das Problem. Und dann wird's schwierig. Gerade wenn man schon eine Freundschaft hat, ist es sehr wichtig, mit sowas super ehrlich umzugehen. Sonst kann es halt passieren, dass ihr nicht nur einen Sexpartner, sondern auch einen guten Freund verliert. Wenn es wirklich nur um Sex geht, würde ich deshalb raten, such dir lieber jemand anderen dafür und setz die Freundschaft nicht aufs Spiel. Wurdest du noch nie gefriendzoned? Nee. Gefangen in der Friendzone, das ist natürlich auch so ein Thema. Ich finde eine Dame sehr, sehr toll, aber wir sind eigentlich nur befreundet. Ich empfinde aber ein bisschen mehr. Ja, ich habe in meiner frühen Jugend festgestellt, dass die Worte hab dich lieb nicht unbedingt ich liebe dich bedeuten. Und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Wenn, dann merke ich es aber nicht. Wahrscheinlich. Ja, könnte schon mal passiert sein. Aha. Ich war einfach nur verliebt in diesen Typen und bin da wie ein kleines Hündchen hinterher gehechelt. Das kann man akzeptieren, das ist auch in Ordnung, aber die Freundschaft ist halt nicht wie davor. Ganz oft ist es auch so, dass die Freundschaft deshalb so gut funktioniert, weil so ein bisschen was in der Luft liegt. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Sage ich es ihr oder sage ich es ihr lieber nicht, damit ich noch in ihrer Nähe bleiben kann? Tipp von mir, sag es der Person, weil nur so findet ihr raus, ob vielleicht bei der anderen Person auch was entsteht. Und wenn nicht, dann wisst ihr, wie die klaren Fronten sind und könnt euch daran orientieren. Na klar können Männer und Frauen miteinander befreundet sein. Einfach nur befreundet. Ich habe viele männliche Freunde, die auch dann jeweils ihre Freundinnen haben. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn man schon in einer Beziehung ist, dass da nicht so ein oh, wir sind Mann und Frau, wir könnten den Penis in Vagina machen, verstehst du? Weil Biology, ich kann nicht anders. Aber die Zeit in der Freundschaft plus, die ist super. Wenn du es selber ausprobieren willst, dann mach das. Aber ich glaube, man muss mit dem Risiko in sowas reingehen, dass es die Freundschaft kaputt machen könnte. Das Leben ist so kompliziert manchmal. Sag mal, Hanna, wenn eine Freundschaft plus gibt, ne, gibt es auch eine Freundschaft minus so? Das ist ja echt ein schlechter Joke. Das Ende von Das schaffst du nie. Ari ist verliebt in Marc. Und die Hölle friert zu.